willkommen bei mir, Lea und Silke. Schön, dass ihr da seid. Ja, Studierendenpartizipation ist immer ein Thema, ist beim HFD, wird es immer mitgedacht und natürlich hier beim UF auf jeden Fall auch. Und das, für die, die es nicht kennen, das ist eine Initiative, da gibt es im jeden Jahr eine neue Kohorte. Und ja, in diesem Jahr seid ihr dabei und auch hier auf dem UF ganz, ganz stark vertreten. Ich stelle euch noch ganz kurz vor. Lea ist bei uns. Sie studiert an der Universität Bielefeld Anglistik und Erziehungswissenschaft und sie ist Mitglied der Digital Change Maker Kohorte 23/24. Lea Hildemeier, schön, dass du da bist. Und bei uns ist Silke Müller. Sie ist die Programmmanagerin beim Hochschulforum Digitalisierung für das Programm und beim Stifterverband und ist für die Digital Changemaker Initiative verantwortlich. Jetzt habe ich schon so ein bisschen gesneakt, aber ihr könnt es noch viel besser erzählen. Was sind die Digital Changemaker? Oh, schwieriges Wort. Ja, danke erstmal, dass wir hier sein können. Und genau, wir sagen vielleicht auch einfach mal ganz kurz DCMs, dann geht das vielleicht ein bisschen einfacher. Also ihr wisst jetzt alle, DCM sind die Digital Changemaker. So. Genau. Und ja, du hattest es schon erwähnt, die Digital Changemakers sind für uns die studentische Stimme im Hochschulforum Digitalisierung. Und wir verstehen sie auch so als ein studentischer bundesweiter Think Tank. Das heißt, einerseits ist es ein ganz großes Netzwerk an engagierten Studierenden, die jetzt auch schon seit 2018 bei uns aktiv sind, die sich ganz an ganz verschiedenen Stellen für eine lernendenzentrierte Transformation von Hochschulen einsetzen. Und gleichzeitig ist das Kernstück unserer Arbeit eigentlich die Arbeit in der Kohortenstruktur. Das heißt, jedes Jahr kommen so 10 bis 15 Digital Changemaker zusammen, die oft ja mit so einer kleinen Summer School starten und dann in Workshops und anderen Weiterbildungsangeboten unterstützt werden, auch diese Rolle als Digital Changemaker auszufüllen. Und genau, die Gründung hatte immer so zum Ziel, dass ja eigentlich so gesagt wurde, ja, die Studierenden werden aktuell noch nicht genug einbezogen, wenn es um die digitale Transformation von Hochschulen geht. Und wir wollen eben diese Partizipation daran systematisch stärken. Und genau, das versuchen wir einerseits mit diesem größeren DCM-Netzwerk, aber auch eben mit der Arbeit direkt in der Kohortenstruktur mit den Studierenden. Also habt es richtig gut verankert jetzt, genau. Und ich hatte es eben schon gesagt, es gibt immer wieder eine neue Kohorte, wahrscheinlich in jeder Kohorte auch so ein bisschen andere Themen, Schwerpunktsetzungen. Wie sieht es denn da jetzt mit der aktuellen Kohorte aus? Was bringt ihr so mit rein jetzt? Wir bringen ganz schön viel mit rein, ist, glaube ich, die kurze Antwort, weil wir natürlich auch Studierende mit ganz verschiedenen Expertisen und Sichtweisen sind und verschiedenen Erfahrungen und verschiedenen Interessen. Und so ein paar Themenfelder, die wir jetzt seit letztem Jahr in unserer Kohorte bearbeiten, ist zum Beispiel studentische Partizipation ist ein großes Thema. Also Studierende, wie wir gerade gehört haben, aktiv in die Unterhaltung, in die Diskurse an den Hochschulen mit einbringen. Dann haben wir was zu KI, haben wir jetzt gerade vorher schon auch gehört, ist natürlich auch bei den Studierenden ein wahnsinnig interessantes Thema und auch da lohnt es sich nochmal genau hinzuhören und arbeiten da auch an Handreichungen, arbeiten daran, unsere Standpunkte aus studentischer Sicht zu verschriftlichen und sozusagen einzubringen. Wir arbeiten zum Beispiel auch, und das ist gerade was bei mir viel Thema ist, zum Bereich Student Mental Health and Wellbeing. Also wie können wir vor allem an den Universitäten und an den Hochschulen Strukturen etablieren und verfestigen, das Studium mehr zum Wohlfühlen auch wird und dass man unter geeigneten Studierendenbedingungen studieren kann und auch möchte. Und dass es euch gut geht. Genau, dass es uns gut geht, ja. Dass wir nicht nur rein und raus, ja, in die Uni gehen, sondern da auch, weil wir viel Zeit an den Unis verbringen, dass es da auch ein schönes Erlebnis wird. Und ich bin in letzter Zeit viel rumgereist, also das ist auch so ein Thema im Sinne von, wir machen das in Workshops, wir machen das in Handreichungen, im Austausch mit anderen und da passiert echt ganz viel. Wie viele seid ihr denn? Wie muss ich mir das vorstellen? Ich glaube, aktuell sind wir aktiv so 10 DCMs und natürlich dadurch, dass wir in Deutschland verteilt sind, ist viel vom Austausch online und das funktioniert dadurch auch wahnsinnig gut. Und ich sagte ja gerade schon, ich bin viel herumgereist und das ist dann nochmal so das Sahnehäubchen obendrauf, wenn man dann mit anderen im Austausch vor Ort Sachen zusammen machen kann und sagen kann, wir beide haben jetzt hier zum Beispiel ein gleiches Interesse und möchten dazu in den Austausch gehen. Das heißt, ihr habt so gemeinsame Tagungen, Events, wo, genau, ihr euch trefft. Das klingt nach sehr viel Spaß, ja, und sehr viel guten, ja, Begegnungen, die, total, ihr da wahrscheinlich schafft. Ja. Ich vermute, das sind alles richtig, wenn man sowas macht, ist man ja
so ein Machertyp wahrscheinlich. Es sind sehr engagierte, sehr wissbegierige Menschen und auch Menschen und Studierenden, die schon wahnsinnig viel Wissen haben. Und das ist so eine coole Atmosphäre, das zu teilen. Und ich lerne auch ständig selbst Neues dazu und habe da eine richtig gute Plattform, das aufzubauen. Mhm. Und auf dem UF kann man euch da irgendwie auch sehen und erleben? Genau. Also da sind wir jetzt natürlich auch ganz aktiv und das ist für viele von uns auch eine wahnsinnig coole Gelegenheit. Jetzt muss ich mal gerade auf die Uhr schauen. In so circa anderthalb Stunden um 15 Uhr bin ich zum Beispiel auf dem Panel zum Thema Student Wellbeing. Wir haben morgen früh noch ein Panel mit einer DCM-Beteiligung zum Thema Studium 2040, also wie sehen zukünftige Studienräume aus und wie können wir das zusammen gestalten. Morgen wird es auch noch einen kurzen Input geben, morgen Nachmittag zu KI und der studentischen Perspektive. Also wir sind gut unterwegs hier. Ja, kann ich mir vorstellen. Jetzt ist aber ja Studierendenpartizipation auch nichts Neues. Warum braucht es trotzdem diese Initiative? Wieso? Also ich finde, bei den DCMs ist, glaube ich, das Besondere, dass wir wirklich bundesweit agieren und teilweise auch mit internationalen PartnerInnen und auch fächerübergreifend. Das heißt, bei uns können wirklich Studierende aus jeder Hochschulform, Bachelor, Master, PhD, verschiedene Fächer teilnehmen und eben gemeinsam Positionen und Forderungen zu entwickeln. Und ich glaube, ein ganz großer Vorteil ist auch diese große Community, die hinter uns steht, im Hochschulforum Digitalisierung, aber auch darüber hinaus, die wirklich auch da sind, um die Studierende zu unterstützen. Wir vernetzen Studierende mit BildungsexpertInnen, mit DigitalisierungsexpertInnen und versuchen sie auch weiter zu qualifizieren und auch wirklich ja, sie zu unterstützen, die Rolle auch selbstbestimmt auszufüllen. Und ja, ich glaube generell, auch wenn Studierendenpartizipation irgendwie in aller Munde ist, uns fällt trotzdem immer noch auf, dass Studierende eben oft immer noch eher als Konsumentinnen gesehen werden von Bildung und wir wirklich sie in dieser Rolle als wirklich aktive MitgestalterInnen und auch als strategische PartnerInnen unterstützen wollen und auch das an die Hochschulen, in die Politik tragen wollen. Und wie stellt ihr sicher, dass ihr auch die anderen Studierenden wirklich vertretet und nicht nur eure eigenen Sichtweisen? Wie funktioniert das denn? Total wichtiger Punkt, weil ich sagte ja gerade, wir sind schon sehr engagiert und das kann und sollte auch berechtigterweise nicht auf alle zutreffen. Also ein Studium ist ja schon wahnsinnig anspruchsvoll. Und wir probieren halt, uns selbst auch als MultiplikatorInnen zu verstehen. Also wirklich in den Austausch zu gehen, zum Beispiel über Studierendenvertretungen. Oder, weil wir ja alle selbst studieren, einfach mal nachzufragen, rechts, links im Kurs, wenn mir jemand da neben sitzt und zu fragen, okay, aber was sind denn gerade so die Punkte, die wichtig sind, wo es vielleicht besser laufen könnte? Aber wir sind halt auch in den Hochschulen an sich schon super gut vernetzt. Also Austausche mit Rektoraten zum Beispiel. Und da ist es ja auch super hilfreich, diese Gesamtübersicht ein bisschen aufzubauen. Und was wird da so, was kommt da so? Was sagen die? Was, du hast jetzt hier die Möglichkeit, ja. So das sind unsere Themen. Ja, also wir haben es eigentlich schon gehört. Nicht nur über Studierende reden, mit Studierenden reden. Studierende sind diejenigen mit Expertise für ihre eigene Lebenswelt und ihre eigene Universitäts- bzw. Hochschulerfahrung. Das heißt, Studierende konsequent in dem Aufbau, in der Durchführung, in der Evaluation von Maßnahmen, zum Beispiel von Kursen, von Curricula, von Prüfungsbedingungen mit einbeziehen und sich auch nicht scheuen, nachzufragen, wo könnte es denn gerade besser laufen? Mhm. Das heißt also auch, Evaluationsergebnisse transparent zu machen und dann nochmal einzuladen zu einem Gespräch und aktiv auch mehr als zum Beispiel studentische Vertretungen anzusprechen, weil das sind auch schon die Leute, die ein bisschen mehr Übersicht haben. Also versuchen wirklich, eine möglichst große Gruppe an Studierenden mitzunehmen. Ja, eine Änderung eigentlich der Haltung, genau. Ne? Die da gefordert ist. Es klingt total super und ich kann mir vorstellen, dass einige von euch da jetzt sagen, Mensch, wäre vielleicht was für mich. Was kann ich dann tun, wenn ich da mich bewerben möchte? Oder muss ich mich bewerben? Oder wie funktioniert es? Erzähl mal. Genau. Wir haben gerade eine ganz tolle Zeit, weil gerade läuft der aktuelle Call für die Digital Changemaker Kohorte 2024-2025. Und alle interessierten, engagierten Studierenden können sich bis zum 14. Juli bewerben. Das heißt, das ist jetzt, glaube ich, gerade eine super Möglichkeit, wenn man sich engagieren will, wenn man auch ein bisschen Zeit mitbringt, gerne auch Vorerfahrung in Gestaltungsfragen rund um Digitalisierung an Hochschulen. Aber wirklich wichtiger ist, nochmal diese Motivation mitzugestalten und sich mit Studierenden auszutauschen, gemeinsam Forderungen zu entwickeln. Und ja, genau. Ich kann es nur sehr empfehlen, muss ich sagen. Also ich bin ja jetzt seit einem Jahr dabei und es ist eine ganz wundervolle Erfahrung. Wahrscheinlich wird da auch eine Art Übergabe stattfinden, irgendwie, ne, dass ihr die Neuen mit ans Händchen nehmt. Genau, weil ich glaube, nicht zu vergessen ist auch, also auch wenn eine Kohorte jetzt ein Jahr geht, die Zeit endet dann nicht abrupt, sondern ganz viele Studierende sind bei uns wirklich seit Jahren aktiv, sind jetzt hier auch am UF unterwegs.
Wir haben auch so eine kleine Mentorinnenstruktur, das heißt, dass DCM-Alumni die aktuellen DCM auch unterstützen, ihre Erfahrungen teilen. Das heißt, da wird es auch so einen fließenden Übergang geben und ganz viele Themen, logischerweise, sei es KI oder Mental Health, die werden jetzt auch nicht gecuttet, sondern wir versuchen natürlich auch dieses Wissen, das die ganzen Studierenden über die Jahre aufgebaut haben, auch weiterzutragen. Super, dann wünsche ich euch jetzt erstmal, dass ihr mit euren Impulsen hier auch Gehör findet und ganz viele Gespräche führen könnt zu euren Wünschen, zu euren Themen. Schön, dass ihr hier bei uns in der Lobbystage wart. Vielen Dank.